heute mal am dritten Saturn in Kreuzberg. Ja, was soll ich sagen? Hier hat es ja mal gebrannt letztens. Zwei Autos haben gebrannt, wurden in Brand gesteckt. Und zwischendurch erkläre ich euch mal auch die Story mit der Schießerei in Gatow in Berlin. Da wo angeblich eigene Kinder oder was? Die eigenen Kinder den Vater erschossen haben. I don't know. Auf jeden Fall sind wir gerade hier in Kreuzberg, Cottbusser Tor. Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt schauen wir mal, wo die Gegend hier ist. Wir suchen diese Gegend jetzt. Cottbusser Tor. Wo haben hier die Autos gebrannt? Übrigens, Six All in the Mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Abonnieren, aktivieren, kommentieren. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr pro Person zwei Kommentare da lässt, wäre das sehr, sehr schön und ich wäre euch zutiefst dankbar. Ganz wichtig, Daumen nach oben auch. Und ja, mein PayPal-Link, wenn ihr mich unterstützen wollt, unten in der Infobox. Auf jeden Fall Polizeistelle, was ich hier gleich sehe. Polizeistellen-Vibes, Rush-Hour auf den Straßen, Kreuzberg, Zentrum. Ja, um die Polizeistelle, die wir hier sehen, auch nochmal ein paar Bars drüber. Zwei Streifenwagen außerhalb. Und jetzt gehen wir mal hier spazieren. Ich bin mal gespannt, wo diese verbrannten Autos sind. Ich habe ja letztens gehört vom Kollegen, der meinte, da wo die Junkie-Ecke ist, da wo die Piranha chillen. Ich nenne sie immer Piranha. Ja. Weil die Ecke da so aussieht, wie als wenn da Piranha unterwegs ist. Guten Tag. Borowski? Nee, Deutsch? Sprechen Sie kein Deutsch? Ach, Polski. Okay, okay, alles gut. Mach's gut. Ein Pole hier mit am Start, der hier rumlungert und seine Zigaretten raucht. Ja, auf jeden Fall die Infrastruktur hier gleich am Anfang. Ich war übrigens lange schon nicht mehr am Kotti. Muss auch mal wieder sein, ne? Cottbusser Tor. Heute mal eine Riesenrunde hier. Ja. Für die Leute, die noch nie hier waren und irgendwann mal nach Berlin möchten, ich zeige euch die ganzen Ecken hier. Darum geht's ja. Zur Dresdner Straße. U-Bahnhof Cottbusser Tor. Und da hinten ist die Junkie-Ecke. Die ganzen Piranha an der Ecke. Da gehen wir jetzt auch mal durch. Darum geht's ja. Was wir aber machen wollen, ist, wir wollen das Auto finden. Die verbrannten Autos. Jetzt ja mal einen Brand gegeben. So, ich hoffe, wir fahren jetzt, wir laufen jetzt richtig rüber. Was geht, Bruder? Willst du Hallo sagen? Hallo. Hallo. Woher kommen? In Moldawien. Moldawien? Oh, ja, Russki. Ты русский? Таджикистан. Я тоже русский. По-русски разговариваешь? Да, да, да. А что, что снимаешь? Я снимаю, Шачи показываю видно, да? Что-то сегодня, что тут происходит. В Таджикистане, да? Показываю своим, как сказать, ну, друзьям. Всем здоровья, счастья, подписчиков этого человека. Спасибо, пусть, спасибо. Пусть будет спасибо. На счастье, на здоровье. Я sagt, jedem И подписывайтесь alles Gute. На канале этого человека. Спасибо, спасибо. Давай, брат. Aber sehr nett von ihm. Ja, der sagte, was geht bei dem da hinten ab, Alter? Der sagte, ja, abonniert den ganzen Kollegen, der macht coole Sachen, obwohl er mich gar nicht kennt. Und ja, der meinte jedem von euch alles Gute und viel Gesundheit. Übersetzt auf Russisch. Die Moldawen sprechen ja auch Russisch. Also die können das. Das wird bei ihnen in den Schulen beigebracht. Ja. Ihr seht, das ist der tägliche Wahnsinn in Berlin, Alter. Tätlicher Wahnsinn in Berlin-Kreuzberg. Das ist der Vibe. Berlin bleibt Berlin. Gehen wir nach vorne und fragen ihn, was der hat. Das Deutschland ist welter Familie, die alte hier, Mann. Des Herrn. Aber sie kreischen so rum. Ich wollte nicht darauf antworten. Ja? Wir suchen auf jeden Fall die verbrannte Stelle. Die Frage ist, wo sollen wir suchen? Wir gehen wieder zurück. Er meinte hinter den Ecken da. Gehen wir mal rüber. Ist Kreuzberg. So, wir gehen mal da, wo wir auch vorhatten hinzugehen. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Und ja,
check natürlich den Vibe ab. Auf der anderen Seite von hier aus sind die ganzen Piranha. Und wo soll es hier gebrannt haben? Schauen wir mal. Dafür sind wir hier. Ja. Auf der Seite ist clean. Auf der Seite sind die Junks und die Dealer. Aber von denen möchte ich ja nichts, deswegen gehen wir da einfach in Ruhe vorbei. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, hier ist einfach so das Allmögliche. Ismail-Köfte und das, was man kennt. So. Wo hat sie gebrannt? Musik, Musik. Hier geht sie uns erstmal. Wo hat sie gebrannt, Bruder? Wo? Da vorne. Ah, okay. Da siehst du schon das Auto. Ey, was kratzt du dich vor meinen Augen, Alter? Ja? Mach's gut, Jungs. Der arme Hund, Bruder. Oh shit, was geht hier ab, Bruder? Genau das. Genau das macht Kreuzberg aus. Die haben gesagt, da vorne hat das gebracht. Aber wo? Wir gucken mal nach vorne. Wir gucken mal nach vorne, wo die verbrannten Autos sind. Schauen wir mal. Wo soll die gebrannt haben? Kreuzberg ist ein eigener Vibe, wirklich. Schau mal hier, den ganzen Müll, Alter. Damn, Bro. Was ihr wollt. Was ihr wollt. Kreuzberg. Ich hoffe, es fällt nicht gleich an zu regnen, Alter. Das wäre überhaupt fuck, wenn es regnet. Naja, sollte ja heute regnen. So. Wo hat's gebrannt? Wunderschöne Gegend hier. Boah, shit. Bin fast ausgerutscht. Wir machen sehr viele Leute Auge, Alter. Bin fast auf die Schnauze geflogen, Alter. Nochmal ein bisschen Sperrmüll, ein bisschen dies, ein bisschen das. Katastrophe, Bruder. Was ist das eigentlich für ein Ding? Von der Kaffeemaschine. Was geht ab? Ach, guck mal hier, und wir sind schon sogar da. Was geht ab? Ja. Boom, Digga. Berlin ist wie in einem Weltkrieg, Alter. Wie Krieg, Digga. Schaut dich mal an. War ein nagelneuer Wagen, Alter. Kennzeichen will ich jetzt hier nicht zeigen. Aber hier war der Brand. Ein Auto aber nur. Ja. Da waren zwei Autos, habe ich in den Nachrichten gehört. Jetzt auf jeden Fall gebrannt. Und guck mal hier, der Baumstamm. Einfach so abgebrochen, oder was? Berlin ist krank, Digga. Schau mal. Bam. Einfach abgebrochen. Aus Auto geflogen. Ja. Und das ist der Vibe hier, ne? Schau mal. Die ganzen Tags an den Wänden. Was geht eigentlich hier ab, Alter? Einfach so eine Tasche aus dem Nichts. Was geht ab? Wahrscheinlich jemand bestohlen wurde und dann wurde es einfach so in die Ecke gelegt. Das ist Kreuzberg, Freunde. Kreuzberg ist der Shit. Reifen zerschmettert, Alter. Gehen wir mal kurz auf die andere Seite hier. Boah, der Geruch ist natürlich sehr böse. Umso näher man zum Wagen kommt, habe ich das auch schon gerochen gehabt. Ja. Heftig. Das andere Auto ist schon weg. Digga, der Baumstamm ist direkt aufs Auto geballert. Guck mal bitte. Digga. Ja, und da ist das Brandauto, was wir entdeckt haben. Und ja, wir gehen natürlich weiter. So, direkt wieder am Platz. Und der Typ, der vorhin rumgeschrien hat, der ist eingepennt. Ich glaube, der hat viel zu viel Energie verbraucht in dem Moment. Und macht natürlich sein Mittagsschläfchen. Hauptsache, geht's gut. Ey. Mach's gut, Bro. Ja, auf jeden Fall ist das bei Männern immer üblich. Immer viel Energie verbraucht und dann einschlafen.
ich glaube, jede Frau kennt das. Ja. Der arme Typ hat wahrscheinlich noch eine harte Nacht vor sich. Und ja, Berlin kommt bis zum Tor. Also ich brauche mich eigentlich nur hinsetzen den ganzen Tag und das Kino, das Theater hier genießen. Also hier ist wirklich alles. Alle 5 Minuten was an der Ecke. Ihr habt gesehen, der hat gepennt. Das ist ein heftiger Typ. So. Ah, wir haben hier alles Mögliche. Die verschiedensten Styles. Ja. Style. Ökos. Leonardo. Was geht da eigentlich schon wieder ab? Heftig, Mann. Berlin bleibt die Eins. Admiralsstraße. Ich habe da hinten gesehen, Polizei da hinten. Boah, schaut euch mal bitte diesen Müllberg an. Hier leben Obdachlose. Nichts zu übersehen. Ja. Berlin versinkt nicht nur im Krieg, Berlin im Kriegszustand, sondern auch in Obdachlosigkeit, Armut, immer mehr Armut in Berlin. Und ja, ich meine, das sieht man, das ist kaum zu übersehen, das ist alles offensichtlich, es wird immer, immer schlimmer. Aber die Politik, die interessiert das nicht. Ja, die Politiker, die fahren mit teuren Autos herum, gehen zum Royal grillen, Steak essen für 200-300 Euro, und die normalen Bewohner, die hier leben, die haben Probleme. Soziale Schwierigkeiten. Verwahrlosung an den Ecken. Ich meine, schaut euch mal um. Das ist Berlin im Jahre 2023. Die Politik? Was soll ich sagen? Hallo. Ich wollte nur hören, was du sagst. Naja, ich sag das, was ich sehe. 93 war es mal anders, wie 23. Ja. 93 war es anders. Ich bin seit 93 in Berlin, ja. Ja, die Armut nimmt zu, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter. Auf jeden Fall, ja. Ich zeige und berichte. Die Regierung liefert ja auch nur lieber Milliarden in die Ukraine an Waffen, damit sich die Menschen noch länger zurückschützen können. Das habe ich nicht gesagt. Oder um die Schultoiletten, die mal dringend saniert werden müssen. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Vielleicht sich mal gegen Mobbing einsetzen oder irgendwie an den Schulen mehr, keine Ahnung, Stoff beibringen. Nicht das, was sie runterleihen seit 30 Jahren. Weiß ja nicht. Alles Gute. Schönen Tag. Ciao. Das war mal eine nette Dame, oder? Ich distanziere mich natürlich von ihren Aussagen, von den Ukrainern Sachen. Mich interessiert das nicht. Ja? Leuten in Not muss man helfen. Ich distanziere mich von ihrer Aussage. Aber ihr seht, warum soll ich lügen? Schaut euch das an. Berlin im Jahre 23. Deutschland im Jahre 23. Moment. Geht das mal ein Typ vorbei? Very important, der Typ. Berlin, 23. Ja? Alle tun so, als wäre nichts gewesen. Das macht einen sauer. Hauptsache Brooklyn Feeling, Hauptsache New York. Berlin ist New York. Woo! Brooklyn ist nicht viel größer wie Berlin. Ja? Ist genau derselbe Vibe. Mit den Obdachlosen, mit der Verwahrlosung, mit den sozialen Problemen. Mit der Infrastruktur, die langsam eingeht. Alles sowas. Wir sind nicht weit entfernt. Vertraut mir. Soll aber kein negatives Video werden. Ich bin ja nur da, um euch zu zeigen, was hier läuft. Nicht mehr und nicht weniger. Gehen wir mal kurz auf die andere Seite. Da waren wir noch nicht heute. Also die Dame, die hier am Betteln ist. Und ja, wieder am Platz zurück, ne? Ständig rot, egal wo man hingeht.
Die Jungs schreien hier rum, Alter. Wir werden die Schande in den Berlin, Digga. Berlin. Berlin, Berlin. Eis auf Nacken, Alter. Normalerweise kein Zucker, aber ein bisschen Werbung muss sein. Hallo. Boah, die Waffen kommen gerade gut, ne? Ihr müsst euch vorstellen, und so ist es die ganze Zeit, egal wo ich hingehe, überall stecken die mir Sachen zu. Essen, trinken, reden. Wie geht's, Bruder? Salam, wie läuft's? Alles gut? Und ja, ich find's toll. Aber so wird man fett. Ist nicht gut. Ja. So, Kreuzberg Zentrum. Was sonst? Zentrum Kreuzberg. Boah, ich muss ehrlich zu sagen, das Eis ballert auf jeden Fall. Die Werbung an der Stelle hat sich gelohnt für die Mädels. Und für mich auch. So ein bisschen Zucker macht nichts. Ich esse ja sonst keinen Zucker. Polizeistelle, Full House. Da hinten der Sirenen, Alter. Einige Streifen waren hier. Abgeführt. Der Kollege wird abgeführt. Ihr seht's. Hochbetrieb hier, ständig. Am Kotti immer. Am Kotti ist echt immer was. So, Freunde, ich hab's jetzt nicht ausgehalten. Ich bin jetzt hier einfach reingegangen bei Föhr. Und zeige ich mal gleich kurz von außen, wie das hier der Lani aussieht. Das schon mal von innen so ein bisschen. Noch eine kleine Pause und dann gehen wir natürlich weiter. Ne? Das ist halt immer sehr anstrengend. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, ganz, ganz wichtig. Ist ja immer, ich habe immer einen Paperlink unten in der Infobox. Und wenn ich unterwegs bin, ist es natürlich manchmal sehr anstrengend. Ich will mich hinsetzen, ja, ein bisschen was essen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, wie gesagt. Ihr könnt mich unterstützen, ja. Nichts ist umsonst. Das ist manchmal sehr, sehr schwer. Ich muss auch was essen, ne? Ich bin ja keine Maschine. Ja. Ich mag diesen Laden, wenn ich hier in Kreuzberg bin, komme ich sehr, sehr gerne her. So. Da sind die Köche. Die sind sehr, sehr cool. Und ja. Ich esse erstmal und dann gehen wir wieder weiter. Gucken, was uns so erwartet in Berlin-Kreuzberg. Kotti. Das Essen ist auf jeden Fall sehr heftig hier. Weil ab und zu komme ich auch mal her. Wenn ich in der Nähe bin. So, wir haben jetzt hier gegessen. Das ist hier der Laden. Föhr heißt der. Ja. Direkt am Kotti. Muss man ganz kurz fragen. Wie heißt die Straße hier? Sorry? Kannst du mir nochmal die Straße hier nennen? Ich kenne die Straße nicht. Du arbeitest hier, sag mal. Okay. Ist kein Problem. Aber auf jeden Fall weiß ja jeder, dass es nur einmal Föhr gibt, ne? Ja, im Kotti. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Mach's gut, danke. Sag mal, du arbeitest hier. Das gibt Ärger vom Chef. Ja, das Wetter mittlerweile ist etwas ein bisschen komisch geworden. Und, hallo. Und, ja, was soll ich sagen, Alter? Es regnet. Was geht ab? Bruder, Berlin-Wetter ist Katastrophe. Ja. Leute mit Regenschirmen plötzlich. Und mit Tüchern über die Nase, Digga. Berlin ist einfach nur krank. Die Leute sind krank. Ja. Ja, viel mehr passiert hier auch nicht. Ich würde jetzt behaupten, dass wir jetzt hier am Ende sind. Und nur so ein Fischmarkt. Auch interessant eigentlich. Ja, es fängt an zu nieseln. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Ich glaube, wir verpissen uns in die U-Bahn. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video, Freunde. Ja. Ihr seht, was alles so in 20, 30 Minuten an einem Ort wie in Kreuzberg passieren kann. Leute werden abgeführt, verhaftet. Der eine schreit rum, schläft einen hinterher. Und. Das war jetzt in den letzten 30 Minuten war das. Ja, also. Ist schon unglaublich. Jetzt war ich drin, kurz 10 Minuten, okay, kleine Pause. Hier die ganzen Tunis. Ne? Das ist der Vibe hier. Alter. Das ist es. Die ganzen dazu gezogen, weißt du? Mittlerweile hier auch voll viel Polizei. Was geht hier ab, Alter? Ja. Schaut mal hier an den Ecken.
die Streifenbahn. Ah, ich hab's gecheckt. Was geht, Jungs? Folgt ihr mir? Ja. Ich dachte schon, Alter. Verfolgt ihr mich oder was? Ja. Was gedacht? Wie geht's euch? Gut, ne? Alles gut? Bruder, könnt ihr mir beide erklären, warum regnet das? Was soll das? Das ist Sommer. Ich dachte, das ist Sommer, Bruder. Das ist Deutschland. Bruder. Das ist Deutschland, oder? Das ist Deutschland? Ja. Wenn es dir nicht gefällt, dann zieh aus. Bruder, ich mach Spaß. Wie geht's euch sonst? Alles okay? Ja, alles gut. Ich hau ab. Wir hören uns. Wohin gehst du? Ich geh jetzt nach Hause, Bruder. Nach Hause? Ich hab schon genug gedreht. Was machst du so? Wir waren vorhin essen. Schule? Mule? Ja, Schule. Ausbildung? Ja, Schule. Hauptsache Gold, Silberkette, sagst du, ja? Ja, ja. Ja. Jungs, ich hoffe, alles Gute euch, ja? Ja, okay, ciao. Ciao, alles Gute, ciao. Ja, da mit Jungs, folgen mir oder was? Was geht denn hier? Nein, auf jeden Fall, sehr nette Jungs auch. Ja, der tägliche Wahnsinn am Kompensator. Der tägliche Wahnsinn, ja. Ja, ihr kriegt alles, was ihr wollt, ja. Ich beende jetzt einfach das Video hier, ja. Danke euch fürs Zugucken. Mein Name ist J6, All in the Mix. Und ja, was macht man nicht alles für Spaziergänge in Berlin für euch? Danke fürs Zugucken. Sirene im Hintergrund. Ich verabschiede mich vom Kompensator Tor. Ich verabschiede mich von euch. Six All in the Mix. Daumen nach oben. Ganz, ganz wichtig. Abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Mein Paperlink ist unten. Ihr habt gesehen, meine Föhrsuppe von der Seite geschlürft. Kostet auch Geld. Herumlaufen, bisschen Wasser, bisschen das. Kostet auch Geld. Alles anstrengend. Und kostet Kraft und Geld. Wir warten mal ganz kurz. Ja, ist gut jetzt. So, danke und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Reise hat euch wieder mal gefallen. Wie immer, bis zum nächsten Mal und Grüße aus Kreuzberg, Berlin, Kompensator Tor. Hallo, guten Tag, wie geht's? Alles gut? Komm ruhig her, alles okay. Ich beiße nicht, ich bin Vegetarier. Ja. Wie geht's dir, was machst du? Jetzt bin ich gespannt, wo sie zuguckt. Bei den Jüngeren oder bei den Älteren? Weil ich habe zwei Plattformen, die ich bediene. Einmal YouTube und einmal TikTok. Du guckst auf TikTok, ne? Ja, okay, war klar. Alles klar. Schönen Abend dir, ja? Warte auf dich auf. Ciao. Ja, sehr, sehr interessant. Wenn man ein Mädel reingeholt, kann ich gleich ein Thumbnail machen und sie mit draufknallen. Das ist sie bei mir auf dem Thumbnail drauf, auf der Anzeige. Auf dem Anzeigebild auf YouTube. Ja, Frauen klären wir. Ihr wisst Bescheid. Nee, Spaß beiseite. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ja? Peace. Grüße. J6, er wollte ein Bild mit dir machen. Ja, können wir machen, klar.